Was genau wird da kritisiert? Nun ja, erste Stimmen werden da laut, zumindest der Dresdner Grünen-Stadtrat Thorsten Schulze, der kritisiert den Freistaat Sachsen nun für die mangelhafte Koordination bei der Flüchtlingsaufnahme. Ukrainische Frauen sollen beispielsweise in einer Erstaufnahmeeinrichtung auf der Dresdner Stauffenbergallee mit Männern aus Syrien zusammenwohnen, die bereits 2015 nach Deutschland gekommen sind. Und einige Frauen lehnten das aber letzte Woche Donnerstag wohl ab, wie der Kommunalpolitiker mir vor der Kamera erzählt hat. Also es war praktisch ein Transporter, der hier bei der Aufnahmeeinrichtung angekommen ist, wo dann die Frauen erstmal ausgestiegen sind dann und dann ja auf eine Einrichtung dann, die mit Männern besetzt war, dann getroffen sind. Und ich denke dann, hier müsste man auch wirklich mehr Fingerspitzengefühl auch an den Tag legen, dass man wirklich sagt dann auch dann, dass das nach Geschlechtern getrennt wird dann. Wir wissen jetzt nicht, was die Frauen für eine Fluchtgeschichte erlebt haben gerade dann. Ja, ich glaube, die brauchen erstmal Ruhe dann, die müssen erstmal, sag ich mal, auch unter sich bleiben dann. Und an der Stelle wäre es wirklich angebracht, dass man da auch tatsächlich dann auch erstmal trennt dann. Also dass man, ja, Männer, sag ich mal, in die eine Einrichtung dann, wir haben noch die Hamburger Straße, wir haben hinten den Hammerweg dann, wir haben hier die Stauffenbergallee. Also das muss ja machbar sein dann, also dass man dann eine Einrichtung so weit freizieht dann, also dass sie dann wirklich nur für diese Frauen auch hergerichtet ist.